Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe mich für das Video entschieden, die alte Sichtweise nochmal zu nehmen von der Seite, weil von oben würde es nicht springen. Warum? Weil ich euch eine Laptoptasche vorstellen will. Ich habe nämlich Anfrage bekommen. Ob ich euch eine Laptoptasche vorstellen möchte. Und da habe ich natürlich gesagt, na klar, weil kann ich super gebrauchen für meinen Laptop, also für einen von meinen Laptops. Warum und so erzähle ich euch gleich. Wir wollen uns aber erstmal die Laptoptasche angucken. Ich mache auch wieder so ein Stück nach unten. So, hier steht auch schon der Laptop bereit, den wir gleich reinmachen wollen. Ja. Alfheim, das sehe ich ja jetzt erst. Da steht Alfheim drauf. Kennt ihr noch von God of War und aus der nordischen Mythologie? Alfheim. Ha. Geil. Dafür einen Daumen nach oben. Aber nichtsdestotrotz, fangen wir erstmal an. Ich würde sagen, wir fangen auf der Rückseite an. Da ist bestimmt nicht so viel. So. Das ist die Rückseite. Und wie man unschwer erkennen kann, ist da wirklich nicht so viel. Aber wir haben hier zum Beispiel hier einen Gurt. Da könnt ihr praktisch diese Laptop-Tasche, wenn ihr in Urlaub fahrt und ihr habt so einen Rollkoffer mit bei. Ja, und da ist ja immer diese Lehne, also diese Armteil, was man hochziehen kann, wo man den dann zieht. Ja, da könnt ihr dann praktisch das einfach drauf machen, raufschieben. Dann ist das auf dem Ding und dann könnt ihr das mitziehen und braucht den Laptop halt nicht unterm Arm klemmen. Ja, und der rutscht doch noch nicht hoch. Ja, weil ihr habt ja hier oben die Hand. Ja, und dann kann es auch nicht rausrutschen. Ach, dann haben wir hier auch noch mal eine Tasche. Oh, mit Klett. Eine ziemlich große für ein paar kleine Papiere oder was weiß ich. Bordkarte, wenn man ein Flugzeug fliegt oder so, was man hier halt gerade mal schnell braucht, um es zuvor zu zeigen, könnte man dann halt hier drin machen. Ja. Dann. Der ist gut. Der ist gut gepolstert. Ganz schön dick, ey. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so dick ist. Hier können wir dann, ja, hier können wir dann auch was anhängen, damit wir als Tasche nehmen können. Unten ist gerade, da haben wir jetzt nicht irgendwie Gummipinöppel oder irgendwas dran zum Hinstellen. Aber unten ist ziemlich dick. Riecht, ja, ist nochmal dicker als an der Seite. Ja, und dann haben wir hier praktisch die Front. Hier, wie gesagt, Alfheim steht drauf. Und dann machen wir mal den Reißverschluss auf. So, hier vorne, das ist kein Fach. Nee. Und dann haben wir praktisch hier ein Frontfach. Hier haben wir dann einmal hier eine Tasche. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig erkennen. Und hier eine Tasche. Warte mal, ich muss mal gucken, dass ich das vielleicht das Licht noch ein bisschen weiter nach unten mache. Dass man das auf dem kleinen Bildschirm halt das Gefühl, ihr erkennt das nicht richtig. Da haben wir hier praktisch eine Tasche. Und hier. Und hier haben wir noch eine mit Klett gesichert. Warte, blendet mich ganz schön jetzt. So, und dann haben wir hier vorne noch eine Tasche. Ich glaube aber nicht, dass die Front von. Nee, ist ja nicht die Front. Das ist. Also die Mitteltasche. Die ist noch mal eine. Wo wir dann halt Papiere drin machen könnten oder Ersatzakku oder was weiß ich, was man halt so braucht. Ersatzkabel, USB-Kabel, was weiß ich. HDMI-Kabel, um den Laptop am Fernseher anzuklemmen oder irgendwas. Also so ein Zeug oder das kann man ja auch hier vorne mit drin bamseln. Dann haben wir hier die Haupttasche. Das ist halt jetzt die. Da haben wir unseren Gurt dran. So.
machen wir erstmal den Gurt fest, dass der uns nicht abhanden kommt. So, und dann haben wir hier drinnen, seht ihr, hier ein großes Fach und ein kleines Fach. Das ist genau an die Rückseite rangemacht, das Fach. Also ich glaube, das Rückfach ist nicht für den Laptop. Dafür würde das zu klein sein, weil das ist auch hier so ein bisschen hier vorne direkt rangeschnippelt, also rangemacht. Dafür würde es zu klein sein. Also das Rückfach ist auch gepolstert. Ich denke mal, das ist denn eher für Akku und was weiß ich, dass das halt nicht direkt am Laptop immer ranknallt. Und hier haben wir jetzt ein schönes breites Fach. Ich hoffe, ihr könntet vernünftig erkennen, dass ihr praktisch über die ganze Fläche hier, also über die ganze Breite der Tasche verfügen könnt. Das ist hier unten richtig schön breit. Also könnt ihr auch einen richtig dicken, fetten, ja, Laptop drin machen. Also einen Gaming-Laptop oder was weiß ich. Die sind ja dann immer noch mal ein Stück fetter. Ich habe jetzt nur einen kleinen, dünnen HP. Danke an TruePlay. Ja. Der kommt jetzt hier rein. Und dann sind wir dann für den Sommer gewappnet. Dann muss ich hier nur noch. Ja, da ist er drin. Der passt auch hier komplett rein. Also hinten in die kleine Tasche hätte, Fach hätte er nicht gepasst. So, jetzt müssen wir hier noch schön zumachen. Erkläre ich euch auch gleich warum und weshalb. Ich muss nur das Licht hier, weil das mir gerade ein bisschen in die Augen brennt. So. Und zwar, ja, kann man das dann fertig machen. Und das ist ja der Schullaptop für die Große. Ja. Also wenn sie Hausaufgaben machen muss oder irgendwas erarbeiten muss oder für einen Vortrag oder irgendwas, dann ist das der Laptop, wo die Große drauf lernt und macht und tut. Ich habe da auch nur die wichtigsten Sachen drauf. Office, Cloud, also hier OneDrive halt, wenn man für die Cloud sein sollte. Ein Mail-Programm logischerweise. Ach, sag schon. Outlook, ja. Hab hier ein anderes Windows-Konto drauf. Ich hab ja mehrere Windows-Kontos, also Microsoft-Konten. Ich habe halt eins privates, meine Tochter hat ein eigenes, meine Freundin hat natürlich ein eigenes und dann haben wir ein Familienkonto. Das sind für Familiengeräte. Ja, also, weil ich habe sowieso fünf Konten zur Verfügung bei Microsoft Office. Und da ist jetzt hier Familienkonto drauf. Und da haben wir 5 Terabyte, ja, 5 Terabyte rein Online-Speicher für das Familienkonto, also für Papiere, irgendwas, keine Ahnung, was man halt da in die Cloud hochjagt. Ja, dann habe ich da auch dann als beim Mehrkonto auch halt mein Copyshop aus der Stadt schon mit dazu geschrieben, dass wenn man dann halt was ausgearbeitet hat, einfach nur rufen muss, das in die E-Mail reinpacken, rüberschicken und dann fahren wir hin und schreibe ich halt noch einen Text dazu, komme dann morgen oder oder nachher und hol's ab. Und dann ist es schon fertig, braucht nur bezahlen, fertig ist. Und wenn es mal zu groß ist für eine Mail, dann kommt hier noch ein Stick und eine externe Festplatte sicherheitshalber rein, wo man dann auch mal was auslagern kann und sich das kopieren lassen kann. Und den könnte ich dann halt auch zum Beispiel mit in den Garten nehmen. Der hat jetzt nicht so die Power, aber den könnte ich dann in den Garten nehmen mit im Sommer. Und dann könnte man da halt, ja, kann ich dann einmal zum Video oder Spotify drauf laufen lassen, zum Beispiel, und schon meinen Akku vom Handy. Oder ich kann halt nebenbei YouTube-Short-Videos oder TikTok-Videos, die sind ja nicht so groß, ein bisschen bearbeiten, weil ich wollte ja auch demnächst nochmal ein, zwei TikTok-Videos machen. Ja, und wenn der da 2 Stunden braucht, um ein Video zu rendern, gut, bei kleinen Videos braucht er nicht so lange, aber halt, wenn ich dann ein größeres Video habe und der da 2-3 Stunden braucht zum Rendern, ja, dann ist es so. Dann rendert der 2-3 Stunden. In der Zwischenzeit können wir darauf dann immer noch Spotify gucken
Oder die Kleine kann, oder die Große kann irgendwas für die Schule nachgucken zusätzlich. Und wir sitzen schön im Garten in der Sonne und sitzen nicht zu Hause. Das ist doch eigentlich schon mal richtig angenehm, würde ich sagen. So, aber nichtsdestotrotz soll es das jetzt auch gewesen sein. Oh. Mir fällt gerade was ein. Oder auf, besser gesagt. Die Griffe hier oben, da ist Kunstleder, denke ich mal, ist das. So ein ganz weiches Leder drüber. Trägt sich sehr angenehm. Also ist jetzt nicht so einschneidendes Erlebnis wie, ich hole mal einen Sixer Wasser und diese Plastikgriffe da, dass die sich so einschneiden sind. Nee, das trägt sich wirklich sehr angenehm. Ja, das ist sehr schön. Gefällt mir. Ja, der kann dann so mit. Und ja, denn wie gesagt, ich werde euch mal den Shop verlinken. Die haben auch noch für andere Größen und andere Modelle haben sie auch noch. Und ich werde euch direkt diese Laptop-Tasche, die für einen 17,3 Zoll Laptop ist, verlinken. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich würde mich über ein Däumchen natürlich freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.